Dieser Raum. Diese Kugel. Es gibt für jeden eine Kugel. Irgendwann. Irgendwo. Alles hat ein Ende. Ja, vielleicht muss es so sein. Inspektor, Sie wissen entschieden zu viel über mich. Das mag ich nicht. Auch nicht als Toter. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren mörderischen Runde hier mit unserem Lieblingsagenten 47. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video. Lasst uns loslegen hier mit der letzten Mission vom Hitman Teil 3. Hitman Contracts. Aber jetzt haben wir nochmal ein starkes Stück hier. Diese Mission hat es wirklich in sich. Letztendlich ist das im Prinzip die alles umfassende Mission. Diese Mission geht wie ein Bogen um das gesamte Spiel herum. Das ist das Hotel, in dem wir unsere fieberhaften, komatösen Träume durchlitten haben, in denen wir die Missionen der Vergangenheit nochmal durchlebt haben. Aber jetzt sind wir wieder hier. Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt. Los geht's. Prösterchen, by the way. Vorsichtig, Fokus. So, jetzt ist die Frage, wo lang? Wo lang soll ich? Wo lang muss ich? Wird ein bisschen tricky. Ich glaube, bis hierhin haben wir es schon mal ganz gut geschafft. Ich mache mal hier einen Speicherpunkt. Wir werden des Öfteren noch die ein oder andere Stelle spielen müssen. Ich habe nämlich gar keine Ahnung mehr, wie wir hier vorgehen müssen. Aber der sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Kill! Naja, kein Kill. Aber auf jeden Fall schon mal ausgeschaltet. Der stand noch verdammt günstig gerade eben, oder? Der ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Ich sag mal, glückliche Fügung. Gib mir deine Knarre. Gib mir deine Kleidung. Und deine Schuhe. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Leutchen draußen auf uns reagieren. Das Einsatzteam hier. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal speichern. Das ist eine relativ kurze Mission. Eine relativ kurze. Vorsichtig. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Nein, alles cool. Alles cool. Wir sind im grünen Bereich. Halleluja. Das wäre doch mal jetzt ein Ding. Das wäre doch jetzt mal ein Ding, wenn wir jetzt hier durchkommen. Gell? Gelle, gelle. Jetzt haben wir auch einen kurzen Moment. Einen kurzen Moment, in dem wir vielleicht die Missionsbesprechung nochmal hören können. Denn es gibt eine für diese Mission. Denn wie erwähnt, das ist quasi, wir befinden uns nach wie vor in der Mission, in der wir angeschossen worden sind. Und müssen natürlich diesen Auftrag noch zu Ende bringen. Okay, ich glaube, hier sind wir erstmal. Ich gehe zwischen die Mülltonnen. Ob ich hier mal kurz hinstrudern möchte. Die Missionsbesprechung. Bitteschön. Hallo 47. Hi, Diana. Es gibt Arbeit. In der Opéra d'Orléans in Paris, um genau zu sein. Sie haben drei Zielpersonen. Alle drei sind am Freitag in der Oper. Ihr erstes Ziel ist der portugiesische Tenor Philippe Berchoes. Er singt in der Tosca-Inszenierung den Mario Cavaradossi. Sein langjähriger Freund, der amerikanische Botschafter Richard Delahunt, gehört zu den geladenen Gästen. Sein Begleiter ist Inspektor Albert Fournier von der Hauptstadtpolizei. Eliminieren Sie alle drei Zielpersonen. Wir haben an der Garderobe unter dem Namen Fletch Fischer ein Päckchen hinterlegt. Es enthält einige nützliche Gegenstände und weitere Informationen über die Zielpersonen. Hals- und Beinbruch 47. Bei diesem Job geht es um sehr viel Geld.
Es geht um sehr viel Geld. Das sind ihre letzten Worte gewesen. Und dann haben wir eine Kugel im Bauch bekommen. Ne? Wir sehen, okay, wir haben den Botschafter, haben wir offensichtlich schon erledigt. Und den Tenor Philippe Barbecue auch. Bleibt nur noch einer übrig. Der Inspektor Albert Fournier. Oder Albert Fournier. Wie so ein Käse. Dann müssen wir zum Flughafen fliehen. Wahrscheinlich nur in eine Exit-Zone. Und dann haben wir es geschafft gehabt. Ich überlege gerade. Ich meine, das haben wir ja nicht gesehen gehabt. Wir wissen ja nur, wie das im Prinzip dann ausgeht. Mit einer Kugel im Bauch für uns. Aber es gibt auch kein anderes Hitman-Spiel, in dem man diese Mission vollspielt. Das wäre doch mal ganz geil gewesen. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Dieses Jahr im November, glaube ich, kommt der zweite Teil der Hitman-Neuauflage raus. Wer weiß, vielleicht haben wir da was. Aber ich glaube, das war auch ein Reboot. Die ganze Reihe, die First Season, gestartet im Jahre 2016, Hitman und jetzt Hitman 2, wie es heißt. Wobei es eigentlich schon ein Hitman 2 gibt, aber naja, Reboot-Logik. Die ist ja quasi eine komplett neue Zeitlinie im Großkosmos des Hitmans. Egal. Fokus! Wir haben gespeichert. Und wir können uns hier frei bewegen. Naja, freier auf jeden Fall als mit unserem Anzug. Das ist schon mal ein guter Anfang. Und nicht vergessen, meine Damen und Herren, nicht vergessen. Wir müssen noch jemanden umbringen. Und oben wartet ein Polizist darauf, von seiner Betäubung wieder wach zu werden. Ah, hier ist der Feuerwehrmann. Wo ist der Inspektor? Ich sehe nur lilahaarige Frauen. Irgendwo muss der Inspektor herumschleichen hier. Aber wie kriegen wir den weg? Wie kriegen wir den weg? Und wo ist er überhaupt? Ah, ich weiß, wo er ist, glaube ich. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wir sind hier rausgekommen, okay. Nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran! Nein, es tut mir leid, ich wollte nicht rennen. Am Beckenrand wird nicht gerannt. Am Beckenrand, bitte. So, hier lang war nichts, ne? Da war der Feuerwehrmann, dann muss es ja hier lang sein. Ne, hier ist wieder Feierabend und dann geht's hier rum. Wo ist der Inspektor? Damn. Guck doch einfach mal auf die Karte. Ach, Herr Jemine. Wir sind komplett auf der falschen Seite. Wir müssen hier erstmal rüber. Dann gehen wir hier rüber. Hier rüber und dann... Nee, wir gehen durch die Kanalisation. Genau, das machen wir. Wir gehen durch die Kanalisation. Und hoffen das Beste. Gullideckel war hier lang. Beziehungsweise der Eingang in die Kanalisation, der war hier lang. Da ist er. Da ist er. Ich hoffe, ich darf hier rein. Ich hoffe, dass wir nicht gesehen werden. Ah, wenn ich hier runtergehe. Stress den nicht, ne? Ich gucke hier mal kurz was nach. Vielleicht versteckt sich ja dieser Glatzkopf hier. Falsche Seite, oder? Ja, falsche Seite. Hier drüben müssen wir hin. Und bevor ich dann aus dem Gullischacht heraustrete, werde ich nochmal speichern. Sicher ist sicher, gerade hier in der letzten Mission. Wie viel hatten wir jetzt noch? Jetzt noch 4, okay. Das geht aber noch. Das geht aber noch. Psch, vorsichtig. Vorsichtig. Naja, so schleichen brauchen wir doch auch nicht. Ist er das? Welcher ist das? Ne, noch einen weiter müssen wir. Wow. Wir hätten doch den anderen Gulli hochgehen müssen. Damn. Okay. Komme ich hier vielleicht dran vorbei? Ich habe ja gerade gespeichert. Na, Abend, Leute, na? Ah! Sorry. Wenn auf einmal einer so losglitschen würde, dann würde ich auch auf ihn schießen.
Gut, wir machen es uns einfach. Wir gehen den Gullischacht hier wieder runter. Ist er nur ein kleines Stückchen? Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Mann, das muss aber besser werden bis Blood Money. Installation läuft noch im Hintergrund. Das ist ein bisschen anspruchsvoller als Contracts. Nicht ganz so schwer wie Silent Assassin, aber... Naja, auch nicht ohne. Wo steht der Commissioner? Wo ist Commissioner Gordon? Oh, hier, hinter dem Auto, ne? Ja, da hockt er. Können wir hier vielleicht irgendwie um den Block herum... Nein, nicht um den Block herum, ohne... zu groß, ohne zu großes Aufsehen zu erregen. La 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 la. So, jetzt stehen wir richtig. Da steht auch der Commissioner, der Inspektor. Inspektor Käse. Jetzt nicht. Ich war es nicht. Ah! Das war zu optimistisch, oder? Geht das überhaupt nicht? Oder war ich zu langsam vielleicht? Nee, das geht gar nicht. Ich glaube, das geht gar nicht, was ich hier vorhabe. Aber wie komme ich dann an den ran, bitte? Wie komme ich an den ran? Wenn der die ganze Zeit dahinter bleibt. Das war schon der engste Winkel hier auf... über den ich auf ihn geschossen habe. Das wird so nichts! Na! Jetzt hier, dann rechts, ne? Oh Gott. Nee, ich nehme einen anderen Weg. Ich gehe den hier lieber, da stehen weniger. Oh oh. Vielleicht nochmal speichern? Wir können ja mal die Speicherstelle auch noch zurückspringen. Oh mein Gott! Bitte! Commissioner Gordon ist tot. Gucken Sie sich das lieber mal an. Commissioner... Die Wachen suchen nach einem verdächtigen Polizeibeamten. Nein, zu lange! Aber wir haben es geschafft, oder? Hallo? Ich bin doch durch. Ich hab's doch geschafft. Ich hab doch alle Missionen erledigt, oder? Hier ist ein Exit-Bereich. Ach, ich soll mit der Ambulanz wegfahren? Kann das sein? Ich dachte, ich musste einfach nur an die Absperrung. Nee. Warum kann ich hier nicht abhauen, bitte? Ich habe alles erledigt. Ich habe meinen Job gut gemacht. Diana, warum darf ich nicht gehen? Warum lassen Sie mich nicht einfach gehen, Diana? Und das so kurz vorm Ende. Quel Chancé? I don't know. Das wird natürlich jetzt hier ein Zuckerschlecken. Wow. Oh, komm, ehrlich? Wow, was für ein epischer Abgang hier. Du, ne? Wie lang muss ich? Ah. Oh, komm, ehrlich? Das Stückchen konntet ihr mich nicht mehr gehen lassen? Komm, seht es ein, das ist vorbei. Jawoll, ja. Die letzte, alles entscheidende Mission in Hitman Contracts. Für ihre Bewertung als lautloser Killer haben sie folgende Bonuswaffe erhalten. PGM mit SD. Keine Ahnung, was das bedeutet. Könnte auch Internetsprache sein. Chatsprache, würde ich nicht verstehen. Egal, Leute, wir haben es geschafft. Silent Assassin in der letzten Mission war ein bisschen krude zum Abgang, aber geil. War geil. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine schöne Sequenz.
hier zum Abschied von diesem wunderbaren Retro-Gaming-Projekt. Alles klar. Sehr schön. Wir haben es geschafft zum Flughafen, ganz offensichtlich. Sie hätten nicht kommen dürfen. Wissen Sie, was passiert ist? Deshalb bin ich hier. Keine Ahnung, wer Ihnen den Tipp gegeben hat. Ah, Diana ist auch im Flugzeug. Wie geht's Ihrer Verletzung? Ihr Doktor hat mir das Leben gerettet. Jemand macht mächtig Druck. Unsere Freunde wenden sich von uns ab. FBI, CIA, Scotland Yard, MI5, Polizei in ganz Europa. Der Druck scheint von ganz oben zu kommen. Okay, dann ziehe ich den Kopf ein, bis die Agentur ihre Probleme geregelt hat. Sollte das länger als 2 Monate dauern, suche ich mir einen neuen Auftraggeber. Das hilft weder Ihnen noch der Agentur. Das Problem sind Sie allein. 47, die wollen nur Sie. Ich hatte schon lange ein ungutes Gefühl. Aber erst seit heute Nacht ist mir klar, was hier gespielt wird. Klingt nach einem gefährlichen Auftrag. Ich hoffe, Sie haben genug Geld. Liegt schon unter Ihrem Sitz. Das ist schon alles da. Wie geil. Ja, und so geht sie weiter hier, die Geschichte. Danke, aber nein, danke. Wo fliegt er denn hin? Also die Chronologie von Hitman habe ich nicht ganz verstanden, aber... Ich glaube, zum Ende von irgendeinem Teil, ich glaube, es war der 4., geht's dann nach Japan. Ja, und das war's, Leute. Das war's, Leute. Hitman Contracts. Das dritte Hitman-Spiel in einer Reihe. Ja, mir hat's eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Projekt soweit auch genossen. Die Installation von Blood Money sollte auch schon fertig sein. Demnach wisst ihr schon, wie es dann morgen gleiche Stelle, gleiche Welle weitergeht. Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Ansonsten, falls euch das Video und das Projekt gefallen haben sollten, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Ich lasse euch noch mit dem komischerweise stummen Endbildschirm hier alleine und sag Wiederschauen. Reingehauen. Euer Leo. Bis dann. Ciao.